Ich habe eine Frage, und zwar haben wir gestern dieses Thema Machtlook, nicht Machtlook gesprochen. Und mein Bruder hat eine Aussage gemacht, die hat sich so ein paar Gedanken in den Kopf gemacht. Und wollte, dass du das vielleicht kurz aufklären könntest. Er meinte irgendwie, Ich habe die verlieren. dass einzelne Wörter verändert wurden im Koran. Das hat mich verwirrt, also, weil ich habe gedacht, der Koran ist geschützt, dass wie früher das Wort war, auch wie jetzt ist. Das hat mich verwirrt, also, das verändert einzelne Wörter. Was wurde damit gemeint? Du weißt ja natürlich, dass der Koran ist ja eigentlich in sieben Dialekte jetzt Khilaf herabgesandt ist oder ausgesprochen sind. Ja? Das ist ja also nicht so schlimm, weil egal, ob das jetzt siebenmal offenbart ist mit verschiedenen Dialekten oder einmal und Rasulullah selber hat laut die Haupt-7 oder 13 oder 10 oder was weiß ich, was Stämme die da waren. Das ist auch legitimiert. Jetzt ist das ja so, dass nachher haben bei der Sammlung der Koran, Zeit von Sayyidina Uthman, denn, wo man sich nachher an dieser Uthman, Mushaf Uthman, was wir jetzt haben, da dieses Grüne. Als man sich da geeinigt hat, hat man gedacht, was macht man denn mit den anderen Duayat? Dann hat man gesagt, alles klar, anderen Riwayat, die sind ja alle authentisch, alle von Sahaba gekommen, die schreiben wir jetzt einzeln außerhalb Osman Koran. Ja? In Osman Koran selbst diese wir müssen eine Sache erstmal verstehen. Was heißt Veränderung in einem Begriff? Wann kann ich sagen, dass dieser Begriff verändert wurde? Ich glaube, Sie wollen darauf hinaus, dass man die Bedeutung auch verändert wurde. Wenn die Bedeutung sich verändert. Für uns ist das ja so. Sehr schwer wahrscheinlich, ne? Es ist ja so, wenn du Fatiha liest und irgendeine Fehler machst, die Ma'na verändern wird, was passiert dann aus dem Gebet? Ist kaputt. Wieso ist eine Veränderung passiert? Was heißt Veränderung? Du hast einen Ma'na geholt, der nicht gewollt ist, hier, an dieser Stelle. Masala. Wenn man sagt, in irgendeine Stelle, wo Allah Ta'ala sagt, As-Sami'u al-Basir, man verliest sich und sagt, Al-Rahim al-Karim. Es beschreibt ja die gleiche Persönlichkeit und das sind ja auch Eigenschaften von Allah. Und somit ist es ja nicht falsch. Der meint, trotzdem ist die Bedeutung verändert. Ja. Was denn jetzt? Also das eine ist eine Lobpreisung und das andere auch. Nee, was denn jetzt? Also, was Sahu. denn jetzt eigentlich? Nein, nein, absichtlich. Absichtlich. Ach Ja. so, nee. Sagt anstatt Ghafur Rahim, sagt Halim und Karim. Also nach meinem Verständnis wäre es ungültig. Also ich weiß, glaube ich, jetzt, was der Problem ist. Also zum Beispiel Maliki Yawmiddin. Bei Maliki kann man verschiedene rezitieren. Beispiel. Das ist damit gemeint. Das ist da, was damit gemeint. Sheikh, also von Dialekt Die oder von Dubai? weißt du, das sind die Veränderungen. Okay, Aber es geht nicht. Dass es eine Veränderung im Koran gibt es, die Bedeutung, das gibt es nicht. Da, wo kam das her? Es kam durch die vielen Dialekte und die vielen. Leute, guck mal, wie groß der Koran ist. Das musste gesammelt werden. Aus Menschenmünde. Das ist ein Werk, Leute. Das ist, ne? Zumal. Das war gestreut für
Das weiß ich. 2 Jahre bis erstmal Sayyidina Abu Bakr das allererste Koran so zusammengefasst hat. Danach Sayyidina Umar in seiner Zeit war die Forschung. War die Arbeit. Alles wurde geholt. Alle Leute, wenn Stückchen von Koran, was auch immer, soll kommen, soll liefern. Und jetzt sammelst du das Ganze. Und jetzt kommen Ruayat. Auch noch zusätzlich. Das war so unbekannt, selbst unter die Sahaba. Manche Lesungen der Koran, dass Umar al-Khattab Abdullah ibn Mas'ud einmal festgehalten hat und mitgezerrt hat zu Rasulullah, weil er anders gelesen hat, als Umar gelesen hat. Und Abdullah ibn Mas'ud ist 1,60, Umar al-Khattab 2,10. So, hinterher muss er, was soll er machen? Einfach nur mitgehen, wenn er nicht sieht, dann schläft er immer vom Mund. Umar al-Khattab sieht nicht, wenn er rot sieht. Ja. Ich habe es verpatzt von Anfang an. Deswegen, ob ich jetzt angefangen habe, habe ich schon verpatzt. Ich habe dich verraten. Was denn? Weil ich gewartet habe auf dich. Du bist ein Soldat hier und wir lassen unsere Männer stehen und wir chillen hier. Ja? Umar al-Khattab nimmt dann Abdullah ibn Mas'ud mit, zählt ihn zu Rasulullah und sagt, der hier. Die Stufe ist natürlich schon immer höher als Abdullah ibn Mas'ud. Ja, trotz Abdullah ibn Mas'ud ist von der 4 Abadila, aber Umar al-Khattab ist der Khalifa. Ja, der zweite Mann im Staat. Und sagte, der hier liest anders als ich lese. Lies vor. Abdullah ibn Mas'ud liest vor. Und Umar al-Khattab sagt, lies du ja, Umar. Weil Rasulullah auch weiß nicht, ob wer er beispielsweise Warsch gegeben hat und wer er Hafs gegeben hat. Und wer, das kann man ja nicht jetzt hier, das kann man nur der Schüler fragen. Was hast du bekommen von Rasulullah? Aber Rasulullah jetzt, alle Leute, das sind 924.000 Sahabe. Ein Sheikh mit 124.000 Schüler. Ein Lehrer mit 124.000 Schüler. Wie geht das denn? Die haben Problem mit 20. 20 Schüler in der Klasse, die haben ein Problem. Ja? Und dann sagt Rasulullah, das ist richtig und das ist richtig. Ja? Lieber, was ich damit sagen will, diese Vielfalt, diese Sammlung, dass man diese Werk zusammengestellt hat und zusammengesammelt hat, hat lange Zeit gedauert, viel Kraft gedauert und so weiter und so fort. Faktisch ist, dass als dieses Werk abgeschlossen ist und jetzt kommt es, warum dieses Koran diese Kraft dann auch bekommt. Denn alle Sahaba, die in dieser Zeit lebten, liesten diesen Koran und keine hat irgendeine Anwendung gehabt. Das heißt Ijma' Amali. Weil wenn das irgendwo was ist, dann wäre definitiv aufgefallen, die Sahaba. Das geht nicht. Das ist eine Sache, die unmöglich ist. Dass irgendein Wort, der im Koran drin ist, der nicht dahin sitzt, wo die hinsitzt oder wo die offenbart ist. Und Sahaba alle lesen jeden Tag. Das ist eine Ijma' Amali. Amali. 5 Gebete. Und Hifz machen und Tahfiz zu ihre Kinder und nein. Das sind viel zu viele Filter. Da kommt keine Mikrobe raus, da geht nicht. Der Filter ist zu viel. Ja? Und daher weiß man dann nicht definitiv. Plus, natürlich jetzt nachher, wenn wir das Buch jetzt als Thematik jetzt nehmen und gucken, wie er jetzt abgeht.
Und wir warten übrigens, Abraham, wir warten immer noch dass, auf den Challenge, der im Buch ist. O Jinn und Ins, wenn ihr könnt, sowas, ein Eier von Ankalima. Wir warten noch, Rami. Wie lange ist es jetzt her? 1004 Leute. Und alle Jinn haben gehört. Alle Jinn. Iblis selbst hat gehört. Wir warten. Es kann nicht kommen. Es kommt wahrscheinlich keiner, glaube ich. Zu spät. Vielleicht nach Kiyama? Ja. Aber daher wissen wir natürlich, dass der Koran an sich so, in sich, an sich, um sich, ach, das ist krass, dieses Buch. In sich, an sich, um sich, was auch immer sich, ist einfach eine Einheit. Nicht wie ich und Nizar hier. Ich lasse den Soldat draußen, ich chill hier drin und fange das an, wenn der Mann kommt. Passt nicht. Diese Khalik Makhluk, was war jetzt? Ist jetzt geklärt oder nicht geklärt? War die Sprache gerade von Dialekten oder Qiraat? Qiraat haben mit Dialekten zu tun. Qiraat sind auf Dialekten aufgebaut. Aber es war ja auch eine Unterscheidung in die verschiedenen Qiraat, von dem Warisch, Hafs und so, und dann nochmal auch in Dialekte, oder? Nein, nein. Dialekte waren die Stämme. Ja. Und diese Stämme haben gewisse Form des Koran bekommen, der ein bisschen anders wirkt wie Malik Malik und alle die Sachen, diese ganze Komplettierung des Werkes, sage ich mal. Ne? Das ist so ein, wir haben so diese mit Farben hier, diese was ist das? Cube. Okay, Cube. Das sind Sechser? Das sind Sechser, 1, 2, 9 auf jeder Seite. Nein, wie viele Sechs Seiten? Ja, sechs, ne? Ja. Koran hat 14. Ne, sag mal, 7 und 3 sind 10. 10. Quadrat. Das heißt, dass der Cube ist 10er. Und der Koran ist auf dem Punkt. Ja, ne, kommst du so, ist auf dem Punkt. Sagst du Malik, ist auf dem Punkt. Sagst du Malik, ist auf dem Punkt. Sagst du, was weiß ich, ist auf dem Punkt. Es landet immer da, komplettiert, vollständig. Denn durch diese Dialekte, diese Stämme von Quraysh, sage ich mal jetzt so, ne, hat man, und das ist ja eigentlich eine absolute, von Allah ta'ala, Ehre an Quraysh, beziehungsweise die Stämme, dass Allah ta'ala den Koran offenbart in 7 oder 10. Ne? So eine Art, okay, ihr müsst eure Zunge nicht wie die Hijaz-Leute sondern ihr könnt eure Dialekt beibehalten und hier ist eine Version dafür. Ah, gigantisch! Wer kann sowas? Ein Werk, einmal zu fassen und denselben Werk nochmal anders zu fassen, bringt aber genau dasselbe, was das Nummer 1 gemacht hat. Und das dritte, wer kann sowas, Leute? Sag mal. Sick. Das ist sick. Wenn jemand denkt, dass er der Koran, das ist sick. Dieser Mann zum Behandlung, der muss definitiv zur Behandlung. Da oben ist was nicht richtig. Da tickt was nicht richtig. Ui. Ja. Aber nee, nein. Minute 17. Das Ding läuft, ne? Nee, lies mal vor, bitte. Ich brauche jemanden, der sich bereit erklärt, diese Frage Sheikh zu stellen, während dann auch das Video läuft. Und zwar, letzten Audio, also von gestern, hat Yahya konkrete Beweise eingefordert, bezüglich jetzt diesem, ist der Koran erschaffen oder nicht, was der Beweis dafür, oder die Beweise. Und da meinte Sheikh, hat er so ein bisschen erklärt und da meinte er, du kommst ins Paradies ohne Abrechnung und das ist der Kalam von Imam Malik und Ahmed und so, ja, weil du dem Weg der Ahlul Hadith quasi folgst. Jetzt stellt sich so die Frage, ich glaube, das stellen sich auch so viele Zuschauer, deswegen ist es wichtig, dass es einmal gefragt wird, damit wir das auch nochmal so ergänzend vielleicht haben als Video.
Ist das wirklich so, dass wenn ich einfach nur sage, ohne jetzt die konkreten Inhalte zu kennen, das ist die Frage, das ist sehr wichtig, ohne die konkreten Inhalte zu kennen, der Ahlul Hadith jetzt zu allen Masailen. Ach, da bist du es, wenn man. Weil diese Frage hat Sheikh einmal gestellt und ich kann mich nicht erinnern, dass er. Er fragt wahrscheinlich, es geht um, muss man jede Teil in der Akhida, ja. Aber wir haben das doch geklärt, doch. Das haben wir auch schon, Leute haben das geklärt. Hinwendung, sage ich mal, sich einfach hinzuwenden, sagen, ja. Sag mal, Ferran, sag mal, Weg. Machen wir. Dann Soldaten machen doch. Alles gut. Sag du Bescheid, wir machen schon. Wir haben diese Sache geklärt. Muss man alle Teile der Aqida kennen oder nicht? Was haben wir dann gesagt? Keine lernt von euch. Keine guckt. Leute, ist echt, das ist Sohn von euch. Das ist echt Sohn. Das ist echt Sohn. Dass ich das wiederholen muss, wo ich das mehrmals in mehrere verschiedene Stellen auch genau bearbeitet habe und geklärt habe. Das ist ja nicht gut. Aber ging es für den Mann nicht darum, dass man noch Arabisch lernt und sowas, ob man das quasi alles auf Deutsch gelernt bekommt, ob man dann wirklich noch die ganzen... Nee, das, darum geht es nicht. Du kannst ja auch die Akhida, auch die Teile der Akhida auf Deutsch auch bekommen und lernen, um dementsprechend Glauben gut ist. Ich glaube, das war seine Frage. Davor. Nein, ist die Frage, jetzt die Frage. Und das ist eine Mas'ala, die wir bearbeitet haben, deswegen sage ich ja, weißt du. Wir haben die Mas'ala mal gehabt, wo wir gesagt haben, muss man alle Details von Akhida kennen, damit man safe ist. Das haben wir bearbeitet, das weiß ich. Muss man nicht. So. Damit ist denn. Und ich mache jetzt aber keinen Schach, weil ich Schach schon mal gemacht habe. Das muss man nicht. Bis nicht verpflichtet, alle Teile der Ertiqat zu kennen. Zumal wir haben in Teile von Ertiqat manche. Zwei oder drei rangige Masail, die in Ertiqat sind, wo Khilaf auch ist. Unter Al-Sun. Was wir gesprochen haben über Beispiel, das Bleiben Jahannam und Jannah ewig oder nicht. An sich, das Land Jahannam und das Land Jannah. Ist das eine Ewigkeit oder ist es auch zu irgendeinem Ende? Auf den zukommt und so weiter. Das sind Masail drittrangig, viertrangig und letzten Endes, da, ob du jetzt da dran, auf diese Seite, wo der Jumhur sagt oder der eine oder andere Meinung dann ein bisschen hörst, dass was Shaz ist, ne, und so weiter und so fort. Alle haben die Adilla, aber die meisten Adilla sind Adilla von Aqd. Weil da sind Ahlul Hadith an debattieren, was Verstand jetzt, ne, angeht. Und das ist so, die haben die deren Masail so ungefähr, die sagen, alles ist fani, alles ist zu Ende, alles ist was weiß ich. Nur Allah Ta'ala hat die Eigenschaft, dass er der Ewige ist. Kein Anfang, kein Ende, keine Verschleiß, keine... ja, die Masail, wenn die kommt, inshallah, die kommt ja auch in, vielleicht nicht in Tahawiyah jetzt direkt so, aber wahrscheinlich in Wasatiyah wird das kommen, wenn wir Wasatiyah steigen. Ja, wenn wir auf die nächsten Level steigen von Aqi. Denn die Aussage von Imam Malik, was er jetzt, wenn er es sagt, wenn man der Atiqad von Ahlul Sunnat wal Jama'ah, Ahlul Athar, hat, egal was er an Taten mitgebracht hat, weil Taten gehen unter welche jetzt Kategorie? Das Fiqh jetzt, es wird in Fiqh jetzt reinkommen, weil Taten, Ahkam bei Halal, Haram, hat er das gemacht, hat das falsch gemacht, das richtig gemacht. Das sind ja alles das Motorik, das Motorische, das ist eine andere Kategorie. Aber der Atiqat ist ja eine höhere Ebene, die muss stimmen, damit man, ne, und so weiter und so fort. Es ist ja auch so, wie Imam Malik das gesagt hat, weil selbst Ahlul Bid'ah sagen, wenn jemand dann auf unser Mazhab ist, egal was für Taten er hat, dann ist er dann. Ja, aber das ist eigentlich eine Qaida, eine Grundregel, wo alle Jamahir von Muslimin
von den Ulema, von Muslimin einig sind, wer dieses Weg folgt, das ist VIP. Ja? Deswegen sagen wir, stimmt ihr auch? Wir stimmen ja auch dazu. Das ist die Makula von Imam Malik. Er hat das als erst gesagt. Ja? Und er meinte damit natürlich Ahlul Hadith. Da ist kein Streit drin. Es gab ja Al-Mu'tazila und Ahlul Hadith. Und ja, es gab keinen anderen. Über Ahlul Sunnah sind Ahlul Hadith. Das ist deren Titel von damals aus. Ja? Und wenn er das gesagt hat, dann meinte er es dann auch. So wie er das gesagt hat, wir bestätigen das auch. Zumal, das ist wie gesagt, im Muttarid, yani, so viel Jamaat und so viel Gruppierung sagen genau dieselbe Qaida. Das heißt, eigentlich vom Verstand aus her könnte diese Qaida eigentlich sitzen. Und die Ummah sammelt sich nicht in Dalal. Guck, wie geil das ist. Die Ummah jetzt gerade, Ahlul Dalal und Ahlul Haqq haben sich gesammelt, jetzt gerade an einem Prinzip. Und der Rasulullah sallam sagt, dieses Prinzip ist Haqq. Weil die Ummah sammelt sich nicht in Dalal. Und auch wenn Dalal drin sind. Deswegen ist auch sehr wichtig, dass wenn wir jetzt hier leben, und das ist jetzt ein passender Moment dafür, dass wir auch überlegen, wie man mit dem Mukhalif umgeht. Weil es wichtig ist, es kann sein, dass wir uns mit Mukhalif über einen Punkt einigen können. Und dann wissen wir, dass es Ijma'at von der Ummah in Hamburg. In Deutschland, oder so. Kann man vielleicht ein bisschen anders was machen. Ja, deswegen nicht immer Eckzähne zeigen, sondern die vordere Zähne zeigen. Das ist ein bisschen besser. Eckzähne auch schön, aber weiß ja nicht, wer mich jetzt schlucken oder lacht er gerade. Weißt du? Aber vordere Zähne, was man, ach, der lächelt. Das ist noch safe alles. Aber ich muss ja nicht viel schlucken. Gegen Teil von Suleymans Frage war auch, was gegen Ende der Sprachnotiz kommt, soweit ich mich erinnere, ist, ob man auch die Edilla für die Masail in der Aqidah wissen muss. Also die Masail, die Pflicht sind zu wissen, ob man da auch die Edilla für wissen muss, um diesen Status zu haben. Allahu a'lam rajih ist, dass man weiß, die Edilla. Das ist rajih. Und wenn du nur einen Mas'ala kennst, wenn du nur einen einzigen Mas'ala kennst, ich denke, in deinem I'tiqad musst du schon in deinem Kopf bzw. in deinem Herzen haben, warum du diese I'tiqad hast. Und du darfst es ja eigentlich nicht haben, ohne dass du aufgefordert bist, das zu haben. Und wenn du eins hast, dann hast du nur eins. Und wenn du zwei bekommst, dann musst du die zweite lernen. Und wenn du mehr von Masail von I'tiqad lernen willst, dann musst du auch mehr von die Adilla von diesem Masail auch lernen. Denke ich. Das ist ja aber jetzt nicht, es heißt ja nicht, dass eigentlich viele andere Ulama sagen, eigentlich muss man das nicht, verstehe ich aber auch. Und die sagen, die Awam oder so, die ein, zwei, drei Masala so beim kleinen Schulen, dann, wo wir drei Jahre, wo die uns hinschicken, dann immer, dann lernst du Abdes, dann lernst du Fatiha, Subhanak, so all die Sachen. Das sind Sachen ja eigentlich, wo man jetzt hier einfach nur mitnimmt und man wächst auf und dann die sind drin. Ja, wir haben jetzt diese allgemeine Abtrachtung. Da jetzt muss man jetzt nicht unbedingt, denke ich. Die müssen nicht jetzt hier die nehmen das einfach nur so, Taqlid und gut ist. Aber wenn ein Mas'ala vor denen erscheint und die merken oder die hören oder kriegen mit die Adilla, dann ist Pflicht für sie, Haqq zu folgen. Egal, ob das ihre Adilla Haqq sind oder die Adilla, die gehört haben. Aber für die Awam, die muss ich nicht jetzt hier forschen. Das muss ich nicht. So. Wie sind wir jetzt? Wir sind jetzt wo? Neue Kapitel, ne? Ja. Was denn? Was? Ne? Ne Kapitel, was ist jetzt? Allahu Akbar. Auf. Allah, 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 Allah. Oh. Ulema sagen, Alhamdulillah, wa bi'amin, wa sallallahu wa sallam, wa barakatuh ala Nabiya Muhammad, wa ala Ali wa sallallahu wa sallam. Die Ulema sagen, die übelste Strafe, die Kuffar bekommen, Yawm al-Qiyamah,
Amma Jahannam, alles. Dass die ihre Herren nicht sehen. Riecht, das ist das Übelste. Du bist geboren, du lebst, du stirbst, du kommst wieder für ewiges Leben und wirst ewig bleiben und du lernst deinen Herrn nicht kennen. Das kann nur schlecht werden. Das kann nicht besser werden. Und es geht auf Ewigkeit so. Es gibt nichts mehr raus. Tür ist geschlossen, Feierabend. Dieses Land ist vergessen. Fertig. Jetzt pass auf. Wir haben tatsächlich Leute, die in diese Umme, die sagen, wir sind Ahle Sunna. Die sagen dir, du wirst Allah Ta'ala nicht sehen. Weder in Dunya noch in Akhir. Und dann sagen die damit, Leo, ne? Wir verehren Allah Ta'ala, das ist nicht irgendein Geschöpf, kann der Herr angucken. Ist er verrückt oder was? Wie passt das? Wie funktioniert das? Das ist eine Verehrung, den Herrn von seinen Dienern zu enthalten. Das ist eine Strafe. Wo ist das eine Verehrung? Hallo? Oder übertreibe ich jetzt? Oder Leute, spricht doch, sag doch mal irgendwas. Stimmt so oder bilde ich mir das gerade ein? Das ist doch eine Strafe. Zumal die Ulema haben schon gesprochen. Wir haben schon gesagt. Kalla innahum arrabbihim yawma idhin la mahjubun, dass die von deren Herren, das ist die übelste Strafe. Abbas und andere. Ist schon geklärt. Dieses Sachverhalt ist eine Strafe. Jetzt komm mir nicht 300 Jahre später oder 400 Jahre später und sag mir, das ist eine Gotteshuldigen. Oder Schutzen vor den Augen des Machluchs. Wer gibt dir überhaupt das Recht, überhaupt das so? Ne? Lass mal jetzt erstmal, das andere diskutieren wir gleich, aber wer bist du denn? Wer gibt dir das Recht, für Gott zu sprechen und zu sagen, nee, das, Zumal er sagt selber. Bin ich laut? Er sagt selber, dass wir ihn sehen würden. Sein Prophet sagt dasselbe. Wir haben das noch nicht erfunden oder so, oder saß Umar ibn al-Khattab mit Ali ibn Abi Talib und dachten, was hältst du davon? Das ging nicht so. Das ist Kalam Allah. Wujuhun yawma'idhin nadiratun ila. Kannst du das auf Latein schreiben vielleicht? Weil ich das verstanden, dass es auf Latein war. Vielleicht Arabisch verstehen sie nicht. Ila Rabbiha. Hä? Was jetzt? Was muss geklärt werden hier? Deren Köpfe muss geklärt werden. Weil eigentlich, da ist eigentlich nichts zu klären. Das ist so sarih. Und Koran, also sahih. Ja'ani sahih und sarih. Was bist du denn? Nein. Er ist der Meinung. Alex, er ist der Meinung. Und jetzt? Er folgt irgendwas. Das Dichteste dran, seine
sein Verstand sagt ihm, dass er ist der Meinung, dass das hier so ist, nicht Gottes würdig ist. Das muss verändert werden, umdeutet werden, bis zu kompletter Ablehnung. Und die sagen, das ist was? Gottes Lob oder Gottes Huldigung. Ja, ein Huldigung sind das. Ein Huldigung, ja. Versteht ihr? Nichts gegen Huldigung, ne? Aber إلى ربها ناظر إذا رؤية الله تبارك وتعالى ist absoluter Hak. Und wer das zurückweist, nachdem die Adille ihm geklärt worden sind, ist Kafir. Außer, und das ist, um zu zeigen, dass Ahlul Hadith, Ahlul Haq, Ahlul Athar, Ahlul Sunnah nicht so streng, wie die Leute sagen und immer propagieren. Nein. Aber wir sagen nochmal, trotz Nacherklärung und alles, eigentlich sein Hukm ist Kafir. Aus der Mille raus. Nicht, weil er nicht daran glaubt oder glaubte, weil Allahs Kalam zurückweist. Verursacht durch sein Verstand. Das heißt, er hat sein Verstand als Herr genommen, über Wörter Allah Ta'ala übergesetzt. Und Allah Ta'ala in einen Rahmen reingemacht, was keine in die Befugnis gegeben hat, das zu machen. Weder Allah Ta'ala noch sein Prophet, noch die Sahabe, noch irgendjemand. Ja? Wir sagen nur im Falle von Ta'wil. Das heißt was? Und das ist genau, wo die Asha'ara und Maturidiya ihre, wisst ihr noch, wo wir gesagt haben, die Gesetze, so eine... Wallahi, haben die Kurve gekriegt, sonst hätten die Al-Hadith sie gepeitscht, wallahi, aus der Mitte raus. Aber so verhalten sich Mäuse. Aber wir sind Alhamdulillah großzügig genug, dem das zu geben. Wir wollen, dass die Leute im Milla bleiben. Wir wollen nicht die Leute Kuffar machen. Wollen wir nicht. Nicht unser Weg von Ahlus Sunnah. Ist nicht. Takfir auf Leute, die eventuell eine Chance haben, noch im Dienst zu sein. Das machen wir nicht. Und wenn es nur 1% ist, ich halte immer noch auf den 1%. Weil dieser 1% ist Yaqin, ist 100%. Und wenn es nur die Schade erstmal ist, dann ist er für mich Muslim. Ja. Und dann sagten, der Ta'wil ist in zwei geteilt. Einmal, es ist annehmen, dass Nachricht ist. Zweite ist, dieses Nachricht ist umzulenken oder umzubiegen. Das wichtigste Prozess, warum die nicht aus der Mille raus sind, weil sie die Nachricht erstmal annehmen. Deswegen viele Leute immer fragen, warum sind denn die Asha'ira und die Maturidiya nicht Kuffar eigentlich? Laut normal, so wie man das ist, muss ein Kuffar sein, weil das ist offenkundig, was die da kaputt machen im Dien. Nein, ist nicht so, denn damit du eine Ausübung tätigst, brauchst du zwei Sachen. Annahme und dann zweite ist Ausführung. Annahme, wenn das Gerät genau auf die richtige Welle oder was auch immer, dann sofort geht Sendung. Das Gerät ist da, angenommen ist aber ein Defizit, irgendwie irgendwas defekt drin in dem Gerät. Die Nachricht ist trotzdem angenommen, beim Aussenden, was ist passiert? Das Ausweichen.
Versteht ihr? Aber was ist, und das ist das Wichtigste erstmal, annehmen des Nachrichtes. Oder was auch immer, wie das auf Deutsch jetzt besser gesagt wird. Ja? Deswegen, Asha'ira, Maturidiya, was auch immer, alle diese, ne, das ganze Pack zusammen, nehmen die Nachricht an, weisen nicht zurück. Und das ist eine absolute wichtige Sache, wenn man immer diese Mas'ala hat. Sind diese Leute da draußen eigentlich die Party und kein nichts von Islam? Sind die eigentlich noch Muslimin, oder? Sind die noch Muslimin? Das sind eigentlich Kuffar, die sind genau für Kuffar, die machen genau für Kuffar. Alles ist jetzt halal, ist alles gut. Muslim hat Freundin und Freunde Muslim, Freundin Muslim hat einen Freund. Ja. Den haben wir Muslimin dann. Und das ist hier, das ist der Unterschied zwischen, was auch immer, Zainab und Sandra. Ja, Zainab und Sandra machen alles zusammen. Und die gehen auch Partys zusammen, Freunde zusammen. Nicht ein, also, ne, die haben jeder jeweilige einen Freund. Ja, alles zusammen, machen alles zusammen. Ist Sandra wie Zainab? Von außen so, ja, also schon, ne, so Unterschied. Nee, der Achille sagt nein. Da ist nicht, Zainab ist nicht wie. Was ist denn, warum ist denn Zainab nicht wie Sandra? Oder Sandra nicht wie Zainab? Ne? Weil Zainab hat einen Empfänger hier drin. Glaubt. Mutter von Zainab sagt, oh, kus Allahumma, was. In ihrem Herz, was passiert? Da sagt Sandra das. Ist die gut? So. Wieso? Da ist kein Empfänger. Aber da ist ein Unterschied. Es ist 0, was? Ja, wer sagt hier? Vielleicht wird sie gerettet, dass du die 0, bei dir war auch 0, nee, bei dir 2% oder 3% im Blut festgestellt, als du den Unfall gemacht hast und dann nachher tauber gemacht hast und dein Bart ist gewachsen. Ja, ist wirklich so. Allah Ta'ala yukhrij al-hayya min al-mayt. Allah kann Leben aus dem Toten schicken. Und Toten aus, ne? Und andersrum auch. Der Junge ist nicht dein Werk. Geh nicht urteilen über die Leute. Hey, du bist und du bist und du bist und du bist. Hast du Dalil dafür, sprich, sonst mach deinen Mund zu. Du bist nicht befügt, das zu sagen, das was du sagst. Und weil du nicht befügt bist, alles was rauskommt, selbst wenn es richtig ist, ist falsch. Falsche Kanal. Top gesendet, aber ich stehe hier. Ja. Ich hab dir doch den WhatsApp geschickt. Ja, hast du geschickt, aber ich hab's nicht bekommen. Guck mal jetzt, wo du es hingeschickt hast. Verstehst du? Ich stelle immer fest, dass ich an den Falschen immer geschickt habe. Weißt du, und dann bekomme ich immer so ein Fragezeichen. Sogar im Deutschen, weiß nicht, ich schreibe tick, schick. Eine halbe Stunde später, kommt so ein Logo, das jemand, den ich überhaupt nie in meinem Leben gesehen habe. Komplett blond, Ding, richtig. Was jetzt? Also die Verfassungsschutz erkenne ich ja. Das ist ein neuer? Oder was ist das jetzt? Und dick, Frau war sein. So. Ich frage mich, ich sag, warum macht der Bruder sein Logo, so ein deutsches Bild, warum das denn? Das war aber nicht so, der war gar nicht der Bruder. Über intern, wenn Allah Ta'ala uns sagt, 1, 2, 3, 4, denn wir nehmen das ganz genau so, 1, 2, 3, 4, wir gehen wieder rechts, wieder links, was auch immer. Wir lassen uns nicht von Schauer, von Verstand. Es gibt Leute, die immer durch die Gegend laufen, die immer erzählen, Islam hat eine Antwort auf alle Sachen und Islam ist die Antwort für jede Sache und Islam ist die Antwort für jede Sache.
Jetzt frage ich ihm eine Frage. Warum heißt du Mustafa eigentlich? Er hat ja aber meine Eltern mir Mustafa gegeben, weil Islam Mustafa ist, oder? Warum heißt du Mustafa eigentlich? Gib mir mal jetzt Islam Antwort. Warum bist du das oder warum machst du das oder warum? Gib mir mal eine Antwort. Es ist nicht so, dass der Islam kommt und dir alles beantwortet. Das ist ja gar nicht so. Ist ja auch gar nicht gewollt. Denn du brauchst nicht eine Antwort auf alles. Mhm. Denn du hast keine Kapazität, um Antwort auf alles. Erstmal alles erstmal zu verstehen und auch Antwort auf alles, da, was außen steht noch. Du verstehst ja auch vieles. Und vieles auch nicht. Ja, komm, du bist doch nicht, du bist hier eine Reisebrücke. 70 Jahre gekommen, 1000 Jahre gekommen, 3000 gehst. Ist nicht dafür. Du bist nicht erschaffen, um alles, was in diesem Universum zu recherchieren, zu studieren und zu auseinander zu flicken. Zumal du kannst Milliarden mal so viel leben wie die Erde. Kommst nicht hin, Boy. Das ist Schöpfung der Schöpfer. Du kommst nicht hin. Dann lass es doch sein. Ja. Über das, wenn Allah Ta'ala sagt uns im Koran, wie wir es hören, wir jetzt lesen gleich, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala wird seine Diener sehen, also dass die Diener Allah Ta'ala werden, Allah Ta'ala sehen, dann ist das so und ohne wie. Er hat es gesagt, er macht es. Was mache ich mir Gedanken über, wie das gemacht wird? Tja, ich habe nicht gesagt. Er hat das gesagt. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber er hat das gesagt. Hierbei ist doch nicht mal ein Problem. Hierbei die Sache ist nur so, wenn ich in Jannah bin, ja Allah, ich möchte dich sehen. Was? Er macht das denn? Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Ich habe damit nichts zu tun. Kannst du eine kurze Frage stellen? Sag doch, weil sie hatten eben gesagt, dass die Kuffar, wer ist ein Hijab, sie werden ihren Herrn nicht sehen, ne? Ja. Es ist aber doch genauso wie auch mit Muslimen, die auf den niedrigeren Stufen als Firdaus al-A'la sein werden. Die werden doch Allah auch nicht zu sehen. Alle werden nicht häufig sehen, ja. Nicht häufig? Ja. Alle, jeder, der in Jannah reingeht, sieht Allah Ta'ala. Jede. Allah. Jede. Es gibt keine. Leute, versteht doch. Die Leute, die in Jannah reingehen, das sind die Eliten. Die treten erst rein, wenn die in einen Zustand gekommen sind, der sie. Wie sagt man, qualifiziert überhaupt diese Taten und diese ganze Sachen, was in Jannah ist, und obendrauf, und das ist die Krönung, Allah zu sehen. Das sind pure Leute, pur. Nichts von Dreck, nichts. Du kennst dich nicht so, ich kenne mich nicht so. Das sind Wesen, die wir noch nicht kennen. Die Seele sind wir ja, wir sind das ja, aber neue Form. Und ich kenne. Ja, Romeo, Mann, siehst du gut aus, Mann. Und so, okay, läuft bei dir und so, weißt du. Das sind andere. Deswegen, die sind qualifiziert für sowas. Heute sind wir nicht. Inshallah, im Jannah. Jeder, der in Jannah reinkommt, wird Allah Ta'ala. Es geht nur um die Häufigkeit. Und wenn du Lounge bist, ist anders als wenn du Esterei, anders wenn du auf der Bühne sitzt mit den Leuten oder wenn du selber das Schauspiel ist. Ja, jede Position hat auch seine Nähe. Nee. Und Allah Ta'ala ist nah an allen. Das ist krass, echt. Hadith Sahih. Ja. Dass diejenigen, die in den niedrigen Stufen sind, ihn jeden Freitag sehen und die im Höheren ihn zu Fajr und Asr, also zweimal am Tag. Ja. Und es gibt ja auch, es gibt natürlich verschiedene Stufen. Jetzt gibt es noch eine. Hä? Ist das alle? Ich kenne die jetzt. Und es gibt es Leute, die in deren Reich ein Portal gibt, eine Tür. Die gehen rein jederzeit zu Allah Ta'ala. Ja. Deswegen ist es so. Und wer zu Allah Ta'ala
sowas hat und kann. Ich glaube, dass das zurückkommt. Da glaube ich dir. Was soll ich denn da? Was soll ich denn da? Ah, Leute, was soll ich denn da? Ich bin der Herr. Er. Was ist denn da? Das ist lächerlich. Das ist ja im Hadith auch festgehalten. Und dann gucken sie zu ihm. Und 300 Jahren bleiben sie in einer Wonne Anblick. Denn das ist das Schönste. Die vergessen Hur, die vergessen Tur, die vergessen Gold, die vergessen Weiden, die vergessen alles. 300 Jahre gucken in der Hand, paralysiert, in der Wonne. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch, wie das geht. Aber das geht. Das geht. Wenn Allah Ta'ala sagt, das geht, dann geht das. Wenn Rasul Salam sagt, das geht, dann geht das auch. Der Koran hat nicht gelogen bis jetzt. Warum soll er in dieser Sache lügen? Okay, ich sehe das ja noch nicht und so, und das ist alles so ein bisschen blumig und so, aber das sieht mich nicht. Das sieht mich eigentlich nicht. Ja. 57. Und der Anblick ist ein Recht der Paradiesbewohner, ohne ihn zu erfassen und ohne zu wissen wie. Das sind die Schurut. Ibn Ruyatullah tabaraka ta'ala. Wie haben wir geklärt jetzt gerade? Das ohne wie? Das ist seine Sache, er klärt das. Ist nicht mein Problem. Wie ich ihn sehe, das ist nicht mein Part. Er klärt das, denn ich sehe ihn. Fertig. Und wenn er nicht will, dann kann ich ihn nicht sehen. So. Zweite Sache ist, wenn wir ihn sehen, das ist der Kalam von wie soll ich ihn nennen? Dann sagen wir einfach, wir bleiben friedlich. Mukhalifin. Kalam von Mukhalifin ist Sicht bedingt Umfassung. Sicht, dass man was sieht, bedingt was? Umfassung. Das heißt, wenn die Menschen Allah in Akhira sehen können, heißt das, die können ihn dann sozusagen die Richtungen so umfassen, so wissen, so wie weit er ist und wie groß und wie sein Gesicht und dann denkst du, Leute, das ist echt, ja, nee. Echt Luft. Ich habe darüber gerade gar nicht nachgedacht. Ja, weil es kein Gehirn eigentlich denkt in diese. Naja, gut. Mukhalifin, denkt drüber nach. Okay. Dann müssen wir natürlich aus der Linie von Sunnah ausgehen, um das kaputt zu machen, diese Bullshit, was man erzählt, und dann wieder zurück den Weg des Sunnah. Aber das ist nicht unser Anliegen. Das geht uns gar nichts an. Leute, das geht dir nichts an, dass du nachdenkst, wenn sich denn. Das geht dir gar nichts an. Du bist nicht befügt. Du hast kein Erlaubnis, das so zu denken. Wenn du jetzt ein Philosoph bist, von mir aus ja. Wenn du eine griechische Schule, Mythologien, was passiert, dann ist okay. Aber sag mir nicht, du bist allem von denen und du gehst mit diesen Sachen. Du sagst das logisch. Hör doch mal auf, das ist nicht der Linie. Und wenn das woanders so die Linie ist, das ist aber nicht Linie von denen. Trotzdem, ich komm raus, ich mach dich trotzdem kaputt. Weil diese Blabla, was du laberst, ist schon, ist wirklich eine Brei ist das. Es ist, Käse ist zu wertvoll dafür. Ich mag Käse, kann man nicht sagen Käse. Dann kommt er und sagt, wenn die Leute ihn sehen, jetzt stellt sich jetzt vor, natürlich, ne, wisst ihr ja, ne, wir haben ja so viel Mythos in unserer Umma, sehr viel Geschichten, und die Perser sind gekommen auch mit sehr viel Geschichten mit in die Umma, und das auf einmal alles islamisch geworden, und das war Al-Falela Ulela, so, ne, so richtig alles, tausend und eine Nacht ist auf einmal, versteht ihr, was ich meine, alles ist durcheinander, alles ist rein, und dann auf einmal guckt er und sagt, jetzt stellt er sich irgendwo in irgendeinen Platz,
und dass irgendwo so ein Himmel oder irgendwas was leuchtet und dass er nach oben guckt und das. Das ist ja normal, wenn du deinen Kopf so diese Strukturen bauen lässt. Das ist normal, dass der Kopf am Ende dir sagt, gib mir ein Bild. Und wenn du ein Bild nicht gibst, dann macht er den Theater. Der macht den Theater im Kopf. Aber das, du bist doch, du hast es so gemacht. Es war aber nicht so. Komm zurück. Komm, lass das. Und trotzdem sagen wir dir, pass auf. Die Sonne ist im Himmel. Oder nicht? 7 Milliarden Menschen sehen die Sonne. Gleichzeitig. Oder nicht? Er ist angenommen jetzt, dass die Sonne 24 Stunden die ganze Erde leuchtet. 7 Milliarden Menschen stehen jetzt gerade und gucken. Sehen alle die Sonne oder nicht? Wie? Umfassen sie die Sonne gerade? 7 Milliarden. Nord, Süd, Ost, die haben sie von allen Seiten. Umfassen sie die nicht? Können sie umfassen oder können sie nicht umfassen? Sie können nicht umfassen. Das ist die Sonne. Den festen Platz hat, feste Masse hat, feste Uhrzeit hat. Das ist die Sonne. Und jetzt von das bei der Sonne unfassbar, wenn die Sonne unfassbar ist. Ja? Was ist mit dem Ilah? Wie ist das mit dem Ilah? Logisch? Ja, das geht. Reicht mir auch. Jetzt passen wir es auf. Reicht mir aber nicht. Als Mukhalif. Was denn? Was hast du denn schon wieder? Was ist denn schon wieder? Was willst du denn noch? Ich dachte, ja, okay. Aber die gucken ja nicht alle in Auge der Sonne. Stimmt dieser Kalam? Er will sagen, was Sonne an sich so. Er sagt, die 7 Milliarden, die gucken nicht alle, ne? Die sind das Licht der Sonne, aber nicht die Sonne. Diese Kalam ist was? Weißt du, wenn du was Schlechtes gegessen hast und dann ausspucken musst, weißt du das? Es kommt, also wenn du gegessen hast, alles wieder so ein bisschen so. Das ist nicht unser Thema. Es gibt am Ende so einen kleinen so einen Rest. Das alle. Du weißt nicht, ob das Essen oder Schleim, was ist das? Aber der muss auch noch mal raus. Das ist das. Dieser Rest. Da denkst du dir, okay, erstmal stimmt nicht, weil die können alle gleichzeitig, ich gebe denen Sonnenbrille und gucken die alle, die gucken alle in die Sonne. Alle. Ist möglich, möglich. Zweitens. Es heißt doch nicht, dass du die, wenn du die Sonne anguckst, heißt du und du siehst den Ring, siehst den Ring. Das heißt nicht, dass du die Sonne umfassen hast. Du bist bescheuert, wenn du so denkst. Kennt ihr diese Bildertricks, ne? Wenn du so irgendwo stehst und dann die Pyramide so, weißt du, du bist weit weg und die Pyramide, weißt du, und man marschiert. Was soll ich machen, Alter? Ich flipp aus, Alter. Ich flipp aus. Ich verstehe nicht, wie sowas funktioniert. Wie so manche Leute denken. Ich verstehe das nicht. Vielleicht fehlt mir was im Kopf oder so. Ich verstehe das nicht. Also vom Logik her, ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verarbeiten. Ich kann das nicht verarbeiten. Liegt an mir bestimmt. Na, letzten Endes, dann sagen die dir, Einullah. Sehen Sie denn Einullah, yani Allah Zat, oder? Das ist Kufr, Leute. Leute, das ist Kufr. Das ist kein Platz, wo du recherchierst und diskutierst.
Und die machen das nur. Die versuchen immer mehr so pervers zu werden, damit die reizen Ahl-Sunnah weiter rauszulehnen, um diese ganze Kacke zu beantworten. Und man hat es beantwortet. Denkst du, dass man zurückkehrt? Barakatullah ist ein Merkmal der Aqidah von Ahl-Sunnah. Das ist sogar eine Frage. Sehen wir Allah Ta'ala in Akhirah oder nicht, da kannst du nach dieser Frage genau der Aqidah von der einen vor dir stehen, genau klassifizieren. Weil das ist eine Fahne bei Ahl-Sunnah. Wir werden Allah Ta'ala sehen. Nein, wir werden ihn sehen in Jannah. Sag nicht inshallah. Das ist ein Fakt. Ja, für uns denn jetzt, dass wir das machen. Aber dass dieser Fakt passiert, das ist nicht inshallah. Das ist Fakt. Dass du und ich jetzt, das ist inshallah. Versteht ihr den Unterschied? Lieber, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala sehen würden, da diskutiert man nicht bei uns. Unser Prophet hat gesagt, ich weiß nicht, was euer Prophet gesagt hat, aber unser Prophet hat gesagt, dass wir sehen, Wallahi, ob du einen anderen Prophet hast, ob diese Leute einen anderen Prophet bekommen haben. Wallahi, ob das ein anderer Prophet gesandt worden ist. Das ist nicht normal. Das ist auch nicht normal. Und dann sagst du, Zat, über die Zat zu sprechen, Bruder, jetzt stopp jetzt, ist Kufr hier. Sag mal, scheuchst du vor nichts? Und nur trotz alledem, wenn ich mit dir mitgehe, wie kann Makhluk Khaliq umfassen? Wie geht das denn? Erzähl mir mal bitte. Aus welchem Aspekt müssen wir gucken, damit wir das hier, was du entdeckt hast, verstehen? Erzähl uns mal bitte. Gib uns den Weg. Und dann kommt diese. Erzähl uns mal bitte. Gib uns den Weg. Und dann kommt diese Rest. Ich wollte gerade sagen, wenn er weiterredet, ist sowieso braucht man gar nicht mehr reden. Das ist auf diese Frage das ist Magenbruch. Das ist Restdarm, was alles. Das ist. Oh nee. Lese nicht. Wir lesen, ihr liest nicht, wir machen das. Man liest in deren Bücher Leute drin, wenn man denkt, was ist das für ein Zirkus? Was ist das für ein Zirkus? Ihr habt aus Dien Zirkus gemacht. Ihr habt aus der Aqida Zirkus gemacht. Dass der Muslim nicht mehr weiß, was seine Aqida ist. Da siehst du, Allah sagt, ja, natürlich sehe ich Allah, aber wir sehen Allah nicht. Aber wir können doch Allah nicht sehen. Der Muslim selber weiß nicht mehr. Durch so viel Erläuterung, mashallah. Bismillah. 58. So sprach das Buch unseres Herrn: An jedem Tage wird es strahlende Gesichter geben, die zu ihrem Herrn schauen. Das ist das unsere jetzt, ne? Das ist unser Shahid hier, das ist das Dalil. Erste Dalil. Auf Sicht, dass man Allah Ta'ala sieht, Yawm al-Qiyam. In Jannah. So sprach das Buch. So sprach das Buch. Ja, im Koran ist damit gemeint. Das ist das Koran. Sprach, ja. Man, das aus der Koran man kann Sprache. Sagen, natürlich, Koran sprach. 59. Die Auslegung ist. Vergiss nicht, Koran ist lebendig. Ne? Das heißt, er kann, wenn man sagt, Koran spricht, er natürlich spricht. Vielleicht durch unsere Stimmen, aber er spricht. Ja, wir müssen ganz kurz unterbrechen. Die Kamera ist zum zweiten Mal jetzt aus deinem Ball gegangen, wieder ausgegangen. Da lädt er vorsichtig. Ups. Da lädt er dann kurz und sagt, Daten werden verarbeitet und, so, und jetzt ist er auf Standby. Ich habe schon einmal auf Wiederaufnahme gemacht und jetzt ist er wieder auf. Aber Hamid Hassan hat schon wieder sein Dings hier, sein Gerät hier an. Störsender? Ja, das Störsender hat er schon wieder an. Mit VPN und was weiß ich. Ich hab Flugzeug. Wie ein Wattläufer. Guck mal. Gefährliche Leute. Diese Leute sind gefährlich. Ja, wir müssen einen Tag kommen, jeder mit seinen Dings hier und machen wir so eine
Kapuzenblicke. Von Kapuzengang. Klar, genau. Kapuzenglas. Oh, nee, Kokosglas. Ich glaube nicht, dass es gibt Leute, die tatsächlich Horrorpanik vor diese Kuckucksladen haben. Die Bilder nur so, diese. Das macht so vielen in die Psyche der Kinder, wenn die sowas sehen, dass die wirklich lebenslang schon. Die wollten ja auch damals aussehen wie Geister, ne? Weil früher waren die auch runter und dann nur so Löcher und man genau sieht so. Ja auch im Film immer Geister von so genau weißes Lager. Genau, genau. Ja, okay. Können wir das weitermachen oder jetzt? Ja, ist mir egal. Wollen wir nicht stoppen, deswegen kommen wir jetzt oder machen wir einen Schluss? Nein. Der Rest kann auch ein Audi folgen. Alles gut. 59. Die Auslegung ist dementsprechend, was Allah will und weiß. Haben wir schon. 60. Und alles, was in den Sahih Hadithen vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, ist auf die Art und Weise zu verstehen, wie er sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, dieser Zusatz. Wie er das verstanden hat. Damit du, selbst wenn bei uns der ein oder andere Mikrob im Gedanken, ne, drin ist oder Virus oder sonstiges, dass wir sofort sagen, wie er. Nicht ja Allah, nicht wie ich. Wie er. Selbst wenn ich spinne, wie er. Versteht ihr? 61. Stopp. Ja, hey. Furqan. Furqan, Entschuldigung. Hier steht ja, wie er es gesagt hat. Kann man hier jetzt den Zusatz dazu schreiben? Also dürfte ich das für mich dann natürlich, haben? Natürlich. Leute, schreibt in eure Bücher, Leute. Das ist, wo ihr lernt. Ganz ehrlich. Wenn ein Talib ein Buch hat, der sauber ist, wisse, das ist ein Idiot. Der lernt nicht. Nein, das ist kein Talib ilm. Talabatul ilm, ihre Bücher, Allahu Akbar. Du kannst den Text nicht mehr erkennen. So schreiben drunter, drüber Seiten. Und guck mal die alten Bücher, wenn du guckst, die Rollen. Allahu Akbar, du weißt nicht, wo der Text ist. Und quer und so und drüber und zwischen die Zahlen. Und denkst, ja Allah. Aus diesen zwischen den Zahlen sind Bänder gekommen. Nicht aus dem Text jetzt noch. Diese Hashia an Schar' von Kitab. Diese Hashia haben manche Leute so Bände, als sie es zusammengesammelt haben. So ist toll, Bände. Also hier könnte man auch schreiben, wie er es gesagt, bzw. es gemeint hat. Wie er es gesagt, wie er es gemeint. Genau so. Es gibt einen Zusatz, man kann auch sagen, wie Allah Ta'ala das gesagt hat und wie Allah Ta'ala das gewollt hat. Weil gemeint kann man nicht bei Allahs Haq sagen. Aber hier in Punkt 60 ist mit er ist ja der Gesandte Allah. Jetzt der zweite Wahi. Genau. Die Sunnah. Beide sind doch hier. Ja, natürlich. Die sagen ja erstmal, hat er schon beide Zusätze, dass Allah, wie Allah Ta'ala gesagt hat, wie Allah Ta'ala will und nein, wie Rasulullah Sallam gesagt hat und wie Rasulullah Sallam meinte. Ja. Hat er hier geschrieben? Ein Punkt davor. Genau. Das ist immer der Zusatz. Wenn du über Aqidah sprichst, trotz dass wir 100% fest, aber wir sagen trotzdem, damit wir absichern, der Rest fehlt, na, wie Allah Ta'ala will, wie Rasulullah meint. Punkt. 61. Die Bedeutung ist diejenige, die er beabsichtigte. 62. Jetzt. Sehr wichtige Masala hier. Wenn Allah Ta'ala sagt, Allah wundert sich über einen Diener. Das kommt nach Hadith Sahih. Jetzt ist eine Aussage, die einen zum Denken erregt. Wie jetzt? Wie Allah wundert sich? Für uns wundern sich, großenteils, ist es ja so, dass du dich wunderst über eine Sache, die du zu nicht wusstest, deswegen wunderst du dich. Ja? Das ist eigentlich eine Minus. Das ist keine Kompletion, also keine Hoheit, sondern das ist ja eher Katzerei. Aber Allah Ta'ala sagt, sein Rasul hat gesagt, in dem Hadith, Allah Ta'ala
wundert sich über einen Diener, der... So, weiter. In dem Punkt erzählt uns Imam Tahawi, dass wenn solche Sachen kommen, dass Allah Ta'ala uns irgendwas sagt, egal das oder Yadhak oder so, also lacht oder... wichtig ist, dass du weißt, das ist eine Tat, die Allah Ta'ala tut. Die nehme ich, verstande ich, aber der Ma'na Haqiqi, was wirklich hinter jetzt der Vorhang, die Parda, was dahinter ist, Haqiqa von dieser Sache, das weiß Allah Ta'ala. Ja, der Ma'na al-Haqiqi, nicht der Ma'na al-Lafzi. Gibt es zwei Sachen. Ma'na al-Haqiqi. Ma'na al-Lafzi. Wenn wir sagen, Ma'na al-Lafzi, Ma'na al-Haqiqi heißt was? Warum sagen wir das so? Weil jede Eigenschaft hat immer eine Zahir und ein Batin. Ja? Diese Batin ist der Wurzel. Das ist das Kredit, das, wie viel diese Eigenschaft, ne, ist oder nicht ist oder was auch immer. Und versteckt. Außen, das versteckt. Worte. Offensichtlich. Das Offensichtliche ist immer das Reaktion auf das. Das ist im Sinne von wem jetzt? Mensch. Diese Konstellation gilt nicht für Allah Ta'ala. Die Haqiqa von diesen Eigenschaften, dass Allah Ta'ala beispielsweise lacht oder wundert oder all die Haqiqi, die Ma'na, tatsächlich, was das, wie das gemeint wirklich ist, das weiß nur Allah Ta'ala. Denn wir haben das literarisch verstanden, dass Allah Ta'ala lacht. Und wir haben der Hadith, wo der Beduin sagt, ne, nimmt den Asar davon, na, und legt los und sagt, Wallahi, wir verlieren nicht bei einem Gott, der lacht. Und wundern und kommt, über alles, kommt, geht, wundert, lacht, zornig, eifersüchtig, wie in der Hadith, der jetzt alles gekommen ist über Allah Ta'ala. Diese Sachen nehmen wir, verstehen wir so, wie das ist, gibt uns, wir nehmen nur den Eindruck daraus, das heißt, wenn Allah lacht, das heißt, wir sollen diese Tat machen. Weil du, man geht immer davon aus, dass es beliebt ist. Wenn Allah Ta'ala zornig ist, dann wir lassen Finger von dieser Sache. Wir wollen ihm nicht zornig machen. Wir nehmen nur der Essenz. Aber nach Denken jetzt, wie er sich wundert oder wie das ist, das kann doch nicht sein, weil wenn man sich wundert, und das ist die Scheiße. Entschuldigung. Ja, kann man es nicht sagen. Das ist die Scheiße. Das ist genau das ist der Punkt, wo die Leute fallen. Da fallen von Al-Bida'a immer. Was, wo fällt man immer bei diesem Gedankengang, wo man den Rutsche mitnimmt und dann nachher in diese gerutscht? Dass man versucht, und wenn man diskutiert, sagt was, man kann das so und so oder man kann das so und so nicht oder eigentlich man macht das so jetzt nicht oder eigentlich macht. Das, was man nicht verstehen will, es geht hier nicht um Mann. Es geht um ein Ilah. Über alles, was man denkt, man sagt, man war. Nix Mann. Er ist nicht unter unser Gesetze. Auch nicht unter unser Denkgesetze. Struktur ist er nicht. Lieber safe ist. Du siehst, es ist eine rote Laserlinie. Das kann ja auch ein Trick sein, aber es kann aber auch hochgehen. Ja, aber gehst du ein Risiko ein? Gehst du ein Risiko ein? Keiner geht ein Risiko ein. Egal wie neugierig du bist, keiner geht ein Risiko ein. Weil der Verstand sagt, stopp hier. Stopp. Ja, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, an Khabar an Itzel und das an jenes Eigenschaften, das mit jenes, nehmen wir und sagen wir, Haqiqa ist bei Allah Ta'ala. Wie Allah Ta'ala das
handhabt oder wie Allah Ta'ala das will oder wie Allah Ta'ala das vorhat. So, das ist, wo deine Grenzen sind und du stehst hier und machst so. Das. Bis hier machst du. Machst nichts mehr. Gehst du nicht mehr mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wisst, in dem Hadith ist vorgekommen, dass Rasulullah sallam sagte ja zu uns, Shaitan wird der Mensch nicht lassen. Wer hat dich erschaffen? Sagst du. Wer hat dich erschaffen? Sagst du dir. Wer hat dich erschaffen? Wer hat Allah erschaffen? Wenn einer von euch sowas hört, dann 1, 2, 3, 4. Diese Anweisung, wenn du nicht folgst, du bist tot. Iman, du bist weg. Wenn du in solchen Situationen diese Anweisung, diese direkte Anweisung, 1, 2, 3, 4, nicht folgst, ist Feier mit dir. Du gehst auf die Schaukel. Und da ist Iblis. Und da kann alles rauskommen. Kann mal alles rauskommen. Gut, wahrscheinlich nicht. Aber, wer weiß. Sünde. 62. Wir mischen uns hierbei weder mit unseren Meinungen interpretierend ein, noch mit unseren Neigungen. Meinung, Neigung? Was ist Meinung, Neigung? Was, warum so? Diese zwei Dinge? Meinung? Meinung geht wohin? Wo zapft die Meinung an? Akl. Das sind die Meinung. Ich habe Neigung. Wo zapft Emotion? Ja? Über Nicht-Neigung und Nicht-Meinung. Wieso? Weil der eine geht von Akl aus, der andere geht von Emotion raus. Beide sind falsch. Hier brauchen wir Khabar. Nachricht. Nicht-Meinung, Nicht-Neigung. Das ist auch anders gebunden. Natürlich, als ja, die Emotion, diese Seite ist ja immer Nefs Shahu. Ne? Das wird ja eine Frage stellen. Kann man hier auch so reinlesen, dass Imam Bahari eben nicht diese typische hanefitische Schule vertreten hat? Man kann bei Imam Bahari in diesem Buch merken, wie er Khilaf macht zu Ahlul Hadith. In manchen Masail, und das ist nicht der Salaf, wir haben ja erklärt über Iman, Masala von Iman und das und jene. Aber man merkt auch, dass dieser Mann ist tatsächlich frei ist, weil er macht Khilaf auch gegen seine eigenen Leute. Das heißt, dieser Mann eigentlich, Rahmatullah alayh, da kann man ihm diese einen Fehler, 2, 3, 10, was weiß ich, in dem Buch verzeihen, weil man sieht, dieser Mann meinte das vor Allah. Es geht nicht, dass er irgendeine Schule angreift, sondern er hat seine eigene Schule Ahnaf Khilaf gemacht. In der Achid. Die Adilla bei ihm haben sogar funktioniert. Denn er hat das gesagt, was die Adilla ihm gesagt haben. Deswegen, Allah Ta'ala segnete seine Achid. Und wenn die Fehler drin sind, Allah segnet es trotzdem. Wieso? Die Nähe. Der Mann sucht nach Haqq. Wir haben ja hier nach 6 Wochen kein Dars mehr. Ich hatte 2 Fragen zum heutigen Dars. Kann ich dir noch stellen danach? Weil morgen inshallah ist ja Walima, ne? Und ja, kein Dars. Es gibt ja. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht mal. Ob Sheikh Hasim, Abu Hasim kommt. Einen kleinen Vortrag macht. Oder wird das wahrscheinlich. Es sieht so aus, dass ich das am Ende. Jeder erwartet das schon. Ja, ne? Also ich habe schon darüber Fragen gehört, ob was für ein Dars gegeben werden. Ja. Nicht ob. Nicht was für ein Sheikh. Nee. Sondern was für ein Dars. Ja. Das ist der Schiff, sie klatschen. Wenn sie anwesend sind, so Schiff? Dachte ich mir das auch. Sie können ja auch nicht die Biege machen. Aber was ist da? Ist doch da. Kann ja auch kommen. Also ich habe zu Ahmed auch gesagt, er soll ihn bringen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt passiert oder nicht. Aber ich denke dann natürlich, ich will dann morgen einfach nur so machen, dass wir dann vielleicht morgen dann, falls ich jetzt hinhalten muss, Fragerunde machen. Weil Thematik. Fragerunde zu diesem Buch ist ein bisschen, ich weiß nicht. Nee, nicht zu diesem Buch. Achso, okay. Offen, ganz normal, offen. Auch gefällt. Ja, einfach nur so, weißt du, und daraus vielleicht nach ein paar Fragen so eine Thematik raus zu weißt du, und dann ein bisschen was zu sagen dazu, und dann ist gut. Ihr kennt mich ja. Es gibt ja immer was zu sagen. 63. Denn dessen Religion ist heil,
der sich Allah Azza wa Jal und seinem Gesandten Allahs Segen und Gnade auf ihm ergibt. 64. Und wenn dir irgendwas? Okay, bitte. Und wenn ihm etwas unklar erscheint, sucht er die Antwort darauf bei dem entsprechenden Fachmann. Ist er der Dicke in Kuntum? Ja. Wir alle Dicke in diesem Masala, wir sind wer? Ahlul Hadith. Ich Ahlul Rai. Ahlul Hadith. Ich Ahlul Rai. Wieso? Gilt Rai als Dicker oder gilt Hadith als Dicker? Vom Substanz aus. Rai kann nachher beim Diskussion kann auch Dicker sein. Wenn wir über ein Masala diskutieren, Meinungen tauschen und so, das ist auch Dicker. Aber vom Grundkonsens aus, was ist eigentlich Zikr? Was ist Wahi? Hadith oder Ra'i? Iba, wenn Allah Ta'ala sagt, Zikr, Zikri. Iba, Ahlul Ra'i oder Ahlul Hadith? Es geht um Zikr erst. Durch dieses Zikr kommt Ra'i. Das sind zweitstellig. Nicht erstrangig. Erstrangig ist Ahlul Zikr. Leute, die Text haben. Leute, die Text haben, sind Muhaddithin. Iba, Ahlul Hadith. Vom Ahlul Hadith nicht da. Oder das ist nicht. Später jetzt gekommen ist natürlich die Spezialitäten und die Aufteilung und Fuqaha und Tafsir und ne, über jede Ahle Zikr in seinem Gebiet von mir aus, aber die Texte, die alles von Anfang an fest und unter sind Ahle Hadith. Wir haben hier gesprochen mit Ahle Zikr, wie wenn man sagt, Al-Firqatun Najiyah, das sind Ahle Hadith. Das. Für uns, ne, ist ja ein Ijtihad natürlich, ist keine, ne, aber ihr merkt ja, dass wir auch dafür Shawahid haben, das sozusagen, nicht einfach nur so, ne? 65. Der Islam ist lediglich auf zweierlei Grundlagen zu stabilisieren. Die volle Hingabe, Taslim und die Ergebenheit ist Islam. Taslim und ist Islam. Taslim ist... die Ergebenheit von deiner Seite aus wie Allah tabaraka wa ta'ala dieses Leben gestaltet hat. In Form von Hitze, Kälte, was ich, Krankheiten, Gesundheit, Beben, Menschen, was auch immer, alles. In diesem Form. Allah Ta'ala seine Befehl über sein Schöpfung. Das ist Ergebenheit. Ist Islam. Und das ist viel wichtiger als Hingabe. Wieso? Ist Islam heißt, übersetzt, es wird ein Kampf geben. Ja? Wenn du sagst, ist Islam, heißt, es wird ein Kampf geben. Dieser Kampf ist wo? Ist bestimmt nicht auf die physische Ebene. Weil hier wird von dir verlangt zu ergeben. Heißt, was eigentlich vorneweg die Waffe gar nicht zu benutzen. Lieber ist Islam, hab immer mit das, was dein Dasein nicht aufnehmen kann, nicht verstehen kann, nicht nachvollziehen kann, nicht Cave machen kann, nicht, verstehst du? Da musst du einfach. So ist das und gut ist das. Wie ist Islam? In alle Awamir, was Allah oder alle Akhbar, was Allah Ta'ala gemacht hat, plus zu alle Befehle, ob das jetzt Shari'i ist, ob das Kauni ist, ne? Also universelle Befehle oder ob das Scharia-Befehle, dass man sich komplett das ganze Werk anguckt und sagt, Aslamtu wajhiya lillah. Ich ergebe mich.
was, wie du bist, was du bist, das ist mir zu. Ich brauch das auch gar nicht zu wissen. Ich bin dein Diener und gut ist. Hier. Was ist das Lernen? Diese Mukhalif, hat er den Islam in Komplettform ausgeübt? Oder nicht? Oder nicht? Bei diesem Mann ist nicht in kompletter Ergebenheit Allah Ta'ala. Wieso? Weil sein Verstand ist über Allah Ta'ala. Ja, Umar, liebst du mich? Sagte, ja, Rasulallah. Sagte, wie viel? Sagte, vor allem, ja, Rasulallah. Vor deinen Nafs, ja, Umar, sagt nein, ja, Rasulallah. Wenn das nicht ist, ist noch nicht komplett. So ist auch nach ihm. Wenn du deinen Aql nicht dahin bringst, dass er sich ergibt und einfach sich einfach nicht einmischt, da wo er nicht nichts zu suchen hat und alle Befehle Allah Ta'ala einfach nur Sami'na wa Ata'na und Haupt nach unten nichts, du Maske, das ist gar nicht Islam. Wer in diese Dien mit seiner Aql spricht, dieser Mann ist nicht komplett in Ergebenheitszustand. Ist nicht. Tut mir leid, kann er mir auch nicht überzeugen, weil es geht eben nicht. Wie diese Dreier und Zweier, weißt du? Es geht nicht. Geht nicht rein. Würde dir gerne helfen, aber kapp das, mach zwei Dinge, ist irgendwie rein. Passt. Muss nicht eine Stärke haben. So funktioniert das. Anders funktioniert es nicht. Denn jetzt noch lang, wie hier diese Kapitel. Das fängt jetzt neu an, ne? Jetzt fängt es neu an, ne? Sehr gut, ich hoffe jetzt. Oder ohne? Das ist jetzt. Also er baut jetzt die Brücke zu Iman und so weiter. Hm. Wir sind mal Punkt 65, ne? Ja. Was sagt er denn? Ja, das, den haben wir gelesen, 65. Und dann? Was sagt er? Jetzt soll ich das einfach vorlesen? Mhm. 66. Wer also nach Wissen verlangt, was ihm vorenthalten wurde und sich nicht mit Überzeugung ergeben hat, den hat seine Absicht am reinen Tauhid, der klaren Erkenntnis und am richtigen Iman gehindert. Das haben wir jetzt gerade gesagt. Das ist eigentlich fast dasselbe, was wir gesagt haben. 67. Er schwankt damit zwischen Kufr und Iman. Ja, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Erzähl weiter. Er schwankt damit zwischen Kufr und Iman, der Zustimmung, Tasdiq, und der Leugnung, Takzib, der Bestätigung, Iqrar, und der Verwerfung, Inkar. Muhammad Hassan. Das ist nicht gut. Wenn man in diesem Stand ist, Leute, das ist nicht gut. Du bist in Schick. Du stehst nicht in Iman. Und das, was wir sagen, immer Ahlul Kalam, beim Sterben haben sie Schwierigkeiten, Schahada zu sprechen. Weil die ganze Zeit in seinen Kopf kommt und geht, Tab Gott, Tab Allah sehen, Tab nur sehen, Tab er. Ist dein Jism, ist mein Körper, ist da was. So, sein beim Sterben auch so. Und Mujassime denken, dass sie raus, beim Sterben ein Körper auf dem wartet, steht und wartet. Die Leute, die Gruppe, die Kuffar, die Allah Ta'ala als deren Hand und Körper, aber alles so wie Mensch so. Ne? Die denken auch so, Michael Mutt kommt so, das, moin. Und wir so, das ist eben, was aber, bist du eine Jacke von mir oder so, vielleicht ist es kalt. Und ja, so ein Jism, ja, ein Körper, so wie wir. Blonder, kleiner Junge? Ja, und kein Bart. Ist immer so. Bei dem Mujassima immer kein Bart. Nicht dieser Schwarze mit der Sense? Nein, das ist Michael Mond. Das ist bei dem Michael Mond. Wie sehe ich mal? In diesem Zustand, du bist in Scheck, du bist nicht in Iman. Und Ahlul Batil und Asha'ara. Sag ihm, sprich über dein Herr. Ich alles. Auf alles, dass er in Check ist. Diesen Maul. Wieso? Weil diese Ta'wil ist eine Notlösung. Kann nicht halten.
Das kann nicht halten. Das ist nur eine Lösung für ihn, weil er dachte, oh, bevor ich jetzt Allahs Augen vor mir so vorstelle, groß und so, weißt du, und Herr der Ringe und so. Ne? Bevor ich mir da vorstelle, nee, das ist nicht gemeint, Augen, Leute, nicht so. Allah sieht nicht. Nicht sehen, so was ihr so denkt, Augen und so, nee. Ich will raus. Er hat schon der Beispiel im Kopf. Du bist der Kranke. Lass dein Scheiß Corona nicht aus uns raus, hier, Virus Corona. Der bricht das gerade aus in der Welt, hab ich gelesen in den Nachrichten. Bleib doch mal da, wo du bist, komm doch nicht zu uns. Was soll das? Infektion, infiziert. Der Typ ist. Und das siehst du in deren Büchern auch. Weil die sind ja auch nicht eine Gruppe. Die erscheinen auch verschiedene Schulen. Und die attackieren sich gegenseitig. Heute, ja, guck mal, Alex wusste das nicht. Er dachte, dass die eine Meinung sind. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Hunderte von Meinungen. Wir sagen denen ja die ganze Zeit über die Jahrtausende. Lass uns doch mal. Gibt es einen von euch, der das irgendwie macht? Dann können wir mit ihm reden. Einig euch doch. Dann diskutieren wir. Und alle diese alle Schakletim im Awela, Mu'attila, Mujassima, all. Das ist der Rest. Der Rest ist Oman. Das die Oman gar nicht braucht. Lieber, Zustand der Iman ist ein Zustand der Festigkeit. Du bist genau auf dem Spot, du bist genau auf die Position, du bist in, du bist dabei, du bist voll dafür, du bist. Das ist Iman. Aber ich weiß es nicht. Ich denke, es kann aber nicht so sein. Wenn du so jetzt anfängst, das ist ja kein Iman mehr, das ist Scheck. Das hier ist nicht so, bis das ganze Tee abgesetzt ist. Dann siehst du die Farbe. Die wirkliche Farbe vom Tee. Muss alles. Oder Bag, ne? Tasche. Tag, pure Farbe. Solange da drinnen Dings, kannst du nicht sagen, was für eine Farbe das ist. Es kann. Reicht das? Du weißt es noch nicht. Tee muss erstmal absetzen, alles ruhig, dann weißt du, ob das zu wenig war oder zu viel war. Und dann machst du bitte noch einen Löffel Tee. Oder nicht einen Löffel Tee. Oder war zu viel oder war zu wenig. Aber genießen kannst du den Tee definitiv nicht. Solange die Führer da drin ist. Kannst du. Das ist aber nur ein Picker bei der ganzen Zeit. Ein Level, ein Picker. Und lachst du und hast so, weißt du, so. Kennst ja den gebrochenen Zähnenmuster. Ja? Und wir sagen, ja, nee, kommt doch zu Hakke, Leute. Kommt zur Befestigung, Leute. Kommt zu. Und deswegen, keine Leute sprechen über Allah Ta'ala mit dieser Festigkeit wie Al-Hadith. Mit dieser Entschlossenheit. Keine. Egal, was der Macker heißt. Von der anderen Seite. Doktor, Professor, Mufti, kann mich mal gerne haben. Tritt mich nicht. Al-Hadith sprechen über Allah Ta'ala, die sprechen, du denkst, das ist Fakts, Alter. Was willst du denn? Wer geht aus dieser Sache raus eigentlich? Aber Al-Kalamba, wenn du mit denen sitzt und über Allah Ta'ala irgendeine. Weißt du, kennt ihr diese? Holen wir noch Kaffee hoch. Ja, klar. Und was ich, der Philosoph Vlan hat das gesagt und der Franzose hat. Ist das Franzose? Wie jetzt der Franzose hat gesagt? Wie jetzt? Hey, das ist unser Allah. Was will ein Franzose mit unser Allah? Und dann, wir nehmen ihm auch noch an, was er sagt? Seine Logik auch? Ja, aber die Fitra ist so. Fitra, was für Fitra? Der Mann ist Kafir und Kafir gestorben. Da blieb keine Fitra, die klar ist. Was ist ein Fitra denn? Nicht Nabi Sallam sagt zu uns, seinen Eltern, die machen die Fitra kaputt. Da ist keine Fitra mehr. Der Mann denkt wieder nach seinem Herr. Sein Aql. Was er ihm sagt, sagt das richtig. Was? Nee. Er hat mir gesagt, das geht nicht. Wer hat dir gesagt, dein Gehirn? Wie groß? 1,5 Kilo.
anderthalb Kilo entscheiden über Allah. Das ist nämlich Festfleisch, nicht mal Festfleisch, wo du haust und so und kann Widerstand so. Das ist Gehirn, die Masse. Du machst so mit deiner so. Ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Und ich bin verrückt. Oh, wie diese Leute denken. Oh. Schade, nein, das nicht. Schade, dass wir das nicht auf der Kamera haben. Alhamdulillah, das finde ich auch. Ja, ohne Kamera ist das ein bisschen entspannt. Ja, Mann, das ist viel besser. Das finde ich auch besser. Aber ich muss diese Kamera machen. Was soll ich machen? Ich schasse das, will ich auch gar nicht. Aber wenn die Kunden das so brauchen, dann muss ich mir natürlich. Ich bin in Deutschland. Kostet Deutschland, natürlich. Selbst wenn du einen Freikanal hast, es gibt Regelungen hier in Deutschland. Ich sehe nicht, wie du es willst. Leider. Leider. Die Kuffar haben das hingekriegt. Und die Muslimen kämpfen mit sich gerade noch. Ja, töten sich unten dran. So, aus. Feierabend. Wollen wir dann noch abschließende Fragen machen für heute oder nicht? Du bist 6 Wochen weg schon. Ja, frag mich nur. Die erste Frage war, du hattest darüber gesprochen, dass durch die Frage, wenn wir Allah in Jannah sehen, kann man halt oft schon stark erkennen, was für eine Aqida jemand haben wird. Was? Was für eine Aqida jemand hat. Und da war im Allgemeinen meine Frage, inwiefern oder in welchen Situationen kann oder sollte man das eigentlich checken? Ich verstehe die Frage nicht so. Die Aqida von einer anderen Person. Nein. Nein, in Jannah meinst du jetzt hier, dass der in Jannah wird der Aqida-Check gemacht oder wie? Nein. Oder nach der Stufe? Durch diese Frage. Wenn irgendwie die Frage fällt, werden wir Allah in Jannah sehen? Ah, ja, genau. Was jemand sagt, gut die Aqida erkennen. Ja, natürlich, sagst du die Antwort. Ich wollte im Allgemeinen jetzt fragen, gibt es Situationen, wo man das machen sollte oder eigentlich gar nicht darf? So? Gar nicht. Das ist nur für dich ein Hint. Jetzt, du gehst hier nicht und machst so einen Check, weißt du, ey. Allah sehen. Was sagst du? Mach das, dass du weißt, für dich, wenn du diskutierst mit jemandem, wenn du jetzt nicht genau weißt, weißt du, von der Diskussion, so mit wem ich zu tun habe gerade, dann bring diese Thematik aber nicht in Form von Fragen. Diskussion. Nein. Wenn dir nicht klar ist, mit wem, Jani, manchmal redest du mit Brüdern und du weißt gar nicht. Jani, du hast das Gefühl, ja, die sind von Al-Haq, aber irgendwie, die sind irgendwie nicht so ganz voll dabei oder sind die gerade aufgestanden oder verstehst du so Sachen? Für dich ist es ja so, wir sind verpflichtet, diese Rede weiterzugeben. Das braucht man ja auch bis zu einem gewissen Maße teilweise, wenn man mit jemandem, keine Ahnung, ein bisschen darüber machen möchte, um zu sehen, auf welchem Stand eben, ist diese Person, eben, was eben, kann ich mit dieser Person eben, schon eben, sprechen, eben, oder eben. Wenn ich einmal, keine Ahnung, Leute, check, Zwecks, guck, check, Zweck, Dawa ist okay. Wenn du vorhast, danach gerade zu biegen, das, was bei deinem Bruder nicht gerade ist, dann ist es okay. Aber jetzt hier Check zu machen, um einfach nur hier Muckis zu zeigen oder genau, so ein Massenmörder hier, weißt du, wie kann man sagen, Massen, die Leute, die auf die Muslime so rausgehen. Akida-Checker. Okay. Ja, aber Massen-Checker, ja, Massen irgendwas, ja, Massen-Stecher. Ja, so was, ne? Natürlich kein Massenmörder. Er mördert den ganzen Iman aus dem Muslimen. Du bist Kafir, das ist Türken. Passt? Ja, zweite Frage, dann gehen wir. Die zweite Frage war, wir hatten darüber gesprochen, dass Ahadith so zu verstehen, wie der Prophet a.s.w. gesagt oder gemeint hatte. Wir hatten heute darüber gesprochen, dass es, vielleicht kann man das allein schon an der arabischen Sprache eigentlich erkennen, als zum Beispiel der Hadith oder Prophet a.s.w. sinngemäß darüber gesprochen hat, dass im Schwarzkümmel eine Heilung ist für jede Krankheit außer den Tod. Heißt das wirklich jetzt für jede Krankheit oder heißt es sozusagen für die meisten? Nö. Einmal direkt. Weil da gibt es Istisna. Istisna heißt Exception. Ich weiß nicht, was Exception auf. Ausnahme. Ich weiß nicht, was Deutsch heißt. Das ist Bild.
Ausnahme. Und wenn Ausnahme in einen Satz kommt, heißt alles, was außerhalb dieser Ausnahme, außer dieser Ausnahme, ist inklusive. Mhm. Versteht ihr? Und wenn Ausnahme dann sagt, zu allem, außer Tod. Jetzt ist aber die Frage, der Tod ist ja vielfältig. Der Tod kommt, weil man alt ist. Der kommt oder wenn man alt, nicht weil, wenn man alt ist. Der Tod kommt, wenn man jung ist, kommt dort, wenn man krank ist, kommt dort, wenn man gesund ist, oder wegen Unfall, kommt dort. Über Schorch von diesem Begriff heißt, über schwarze Krümel wird alles heilen, außer wenn eine Sache dir ankommt, die dich zum Tod führen wird, dann funktioniert die nicht mehr. Ja? Und wenn es Erkältung ist, dann wird es nicht funktionieren, weil das ist dann Ajal fertig ist. Und wie im Hadith vorgekommen ist. Flugzeug abstürzt. Ja, so ungefähr. Hey, vielleicht wachsen mir schnell Flügel. Rasulullah sagte ja. Ne? Vielleicht schnell essen, dann wachsen Flügel, bevor das landet, und dann ist schnell aus dem Fenster hoch. In einem älteren Vers hatten wir auch so eine ähnliche Frage, und dann war auch, wie man dass auch diesen Elatsch nimmt und dass man vielleicht auch die Wirkung oder die Art der Anwendung gar nicht kennt. Genau. Das wirkt für alles. Genau so. Du sagtest ja gerade, einfach schlucken. So, zum Beispiel, es bringt nichts einfach für jede Krankheit, das nur zu trinken. Ne? Anti-Absturz. Mal schnell schwarze Kümmel für Anti, ne? Anti-Absturz ist nicht. Also alles, was du, deswegen noch zusammen, illa al-Maut. Über al-Maut ist ein Begriff, der breit flächig ist. Wenn er sagt Al-Maut als Noun, als Hauptnamen, so, dann weiß ich, denn über alle Arten, alle Wege, die zu Tod führen, ist kein Schwarzkümmel zu essen. Davon ist genau wie wir jetzt hier oder gesagt haben, Bungee-Jumpen, mal schnell, bevor, falls ich stütze, da, ich habe Schwarzkümmel vorher, dann passiert mir nichts. Nein. Das, was Masannatul Maut ist, was höchstwahrscheinlich tödlich ist, bleibt nur noch, wenn dein Ajal dazu ist, dann ist es auch verheiratet. Da funktioniert halt. Weil manche Leute sagen, Wallah, ich habe meinen Vater die letzten 2 Jahre während seiner Krankheit jeden Tag wird schwarze Kümmel gegeben, Wallah, und so, schwarze Kümmel, was, lass mich in Ruhe mit schwarze Kümmel. Es passiert, mein Mann gestorben am Ende und so. Der Rasulullah hat ja gesagt, illa al-Maut. Was machst du jetzt für ein arabische Farah hier, weißt du? Er hat ja gesagt, illa al-Maut. Diese Maut hat bei deinem Papa 2 Jahre gedauert. Aber das war sein Grundmaut. Das wird nicht funktionieren. Und anderen sagst du, Wallah, ich habe meine Mutter von dieses Ding, Wallah, die hatte Krebs, Wallah, Allah, ich weiß. Wallah, glaube ich dir. Ich glaube dir. Wieso? Weil dieser Krebs war nicht ihre Maut. Und dann geht rein und stößt ein Ding, fällt tot. Vom Krebs. Ich stöße, bumm, tot. Gestoßen. Nicht Krebs. Wallahi, wir Menschen, wir sind wallahi komisch. Wallahi, wir sind komische Wesen wallahi. Und dann ist dein. Und dann ist dein. Kann man nicht mal werden irgendwie? Kann man nicht irgendwie beantragen, wenn du andere Wesen will? Das ist Islam. Hier muss Islam kommen. Nein. Du sollst kein Malak sein. Und du sollst kein Shaitan sein. Du sollst Mensch sein. Das ist dein Schicksal. Ist es da. Nehme ich an. Was? Fertig. Aufgaben erfüllen und gut ist. Wie ist ja. Der Taraja von diesem Schwarzkümmel-Hadith? Hassan. Der Hadith ist Hassan, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, das ist bei Tirmizi auch so. Ja, das ist Hassan. Kann jemand schnell mal. Wo sind meine Jungs, die immer hier sitzen während dem Ders? Ich finde das top, dass Leute während dem Ders sitzen und die ganzen Informationen checken. Ich finde es top. Sehr gut. Ihr seid alle rausgeschmissen. Meine Schüler. Ihr prüft den Helm von eurer Schicht. Das ist gut, Leute. Ab und an ist gut, dass du prüfst, weil dein Nefs, weil na, wir steigen ja in diesem Helm jetzt. Wir kommen jetzt in den Helm rein. Und jetzt baust du auf. Jetzt du musst richtig von innen ist Islam für deinen Schicht machen, damit er wirklich jetzt aufbaut. Ne? Dann dein Ishtihad, hast du geguckt, wer mich höre oder mir. Jetzt, wenn du angekommen bist und die merkst, aha, durch die Adilla und durch alles und abcheckst und so, alles okay, dann mach jetzt Ruhe,
damit du jetzt losgehst, damit du das richtig alle bist. So, lass mich mal. Sheikh, der Hadith, dass wir Allah und Allah sehen, wie wir den Mond sehen. Ja. Wenn mich jetzt einer fragt, wie siehst du ihn, dann kann ich dann sagen zu ihm, wie du den Mond siehst. Ist ja der Hadith, oder ist das. Wie der Sicht der Mond. Mhm. Weil wir haben ja festgestellt, der Vergleich geht vom Sicht zu Sicht. Nicht mit Mond und Allah. Ja, sowieso. Ja? Also über die Sicht. Über, sagst du, wie deine Sicht zum Mond, ist meine Sicht zu Allah da. Okay. Damit ist die Entfernung. Mach, ja, genau. Macht deine Sicht zum Mond dich krank oder attackiert oder macht dein Auge so genau in diese Piece, sehe ich auch Allah da. Okay. Dieses Zustand. Also ist es jetzt generell, wenn du jemanden fragst, kann man Allah sehen im Jenseits? Also wenn er dann das dann verneint, ist er... Da weißt du schon, das ist ja irgendwie der Mu'tazili oder... Wenn er selbst sagt, ich bin von Maturidiyah und sagt ja, weil ich habe gerade geguckt, es gibt ein Hujjat, aber bei ihm ist auch, er hat in Saudiya gelernt, aber auch bei Maturidiyah. Vielleicht so ein Mischmasch bei ihm. Ja, da muss man aufpassen, weil, die, weißt du, es gibt Leute, die infiziert sind, dann weiß man, die sind infiziert, dann kann man die Schutz machen. Aber es gibt Leute, die, oder Leute, die gesund sind, dann muss man den Schutz nicht machen. Aber es gibt Leute, die, das, der Virus ist gerade vom einem Stadium zum nächsten, also wurde besiegt, sucht ein anderes Medium. Und das sind die Leute, die gefährlich sind. Die halbe, die, du weißt nicht, verstehst du? Das sind noch gefährlicher als alle anderen. Weil der Schein von außen, wie du gesagt hast, okay, ist eigentlich und spricht, okay. Aber dann kommen gravierende Masail, die Khilaf komplett von alles Sünder sind, und dann denkst du, jetzt habe ich ihn entlarvt. Jetzt weiß ich, was du vorhast. Dann weißt du auch die Linie, wie das geht. Vielleicht macht er anders. Oder anders. Was ist das, was er macht? Also ich habe kurz geguckt, Akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi Sahih Kitab al-Tibb. Das ist sahih, ja? Das ist sahih. Genau, ich habe noch mal eine Frage. Was meint der Koran ist lebendig? Können Sie das noch mal erklären? Der Koran ist lebendig. Ich erkläre das im Sinne von was. Leute, ganz ehrlich. Fakt ist, bis jetzt haben wir keinen Koran gelesen. Will ich das hier rausgeschmissen oder? Fakt ist, wir haben noch kein Koran gelesen. Weil dieser Koran agiert mit dir. Aber wann? Wenn du in Tarawih bist in Ramadan, 27. Nacht, und stehst in Mekka und in Medina, du verstehst nicht ein Wort, aber du merkst, irgendwas passiert mit mir gerade. Was das ist, weiß ich nicht. Aber irgendwas ist anders. Weil deine Wahrnehmung, das Ganze ist sehr, sehr auf höchst. Du bist da nur, um die Umrah zu machen, nur Ibadah. Dann, verstehst du? Du bist nicht beschäftigt mit Dunya, mit was anderes, was auch immer. Dann die Wahrnehmung des Korans. Sidna Ismar und Wainu sagt im Hadith Sahih, der Hindernis zwischen uns und das Verstehen des Korans sind unsere Herzen. Denn wenn die Herzen weiß werden, die werden erstmal Koran verstehen, zweitens nie genug bekommen. Das ist ein Drogebuch. Wer einmal erstmal mit Koran, erstmal dein Ed ist feiern, du kannst nicht mehr lassen. So lebendig. Er kann dich supplyen mit so vielen Sachen, was du, aber muss erstmal den Ventil aufmachen. Das heißt, er kann tatsächlich, der Koran kann tatsächlich in Angstzustand, wenn du Koran liest, diese Koran hat tatsächlich eine physische Wirkung auf deinen Körper. Der agiert mit dir. Wenn du Angst hast, wirst du beispielsweise Bildzeitung nehmen und lesen? Oder, weiß ich, die Zeit ist besser, aber ein bisschen hoch. Noch ein bisschen mehr Sicherheit. Versteht ihr? Mhm. Wirst du Agatha Christie, wirst du irgendwie Buch vom was weiß ich was, wirst du irgendwas? Ne? Es wird transferiert, aber gibt dir nichts. Weil der das geschrieben hat, ist tot. Und sein Kalam ist auch genauso. Sterblich.
Aber Koran, der das gesprochen hat, ist hai. Voll hai. Voll hai. Voll Leben. Nicht, wir sind Teil lebend. Wieso? Weil wir brauchen. Unser Haya ist, wir sind nicht der Ressource von unserem Leben. Versteht ihr, was ich meine? Aber Allah ist, sein Haya ist komplett. Die braucht diese Schlauch nicht. Was sie braucht. Keine Nabelschnur. Ja, in diesem Bereich, natürlich jetzt, das ist ja ein Riesenthema auch, ganz ehrlich, da kann man Wochen drüber sprechen. Aber das ist so ungefähr, dass ich habe so ein Beispiel gegeben, damit man so merkt, aha, lebendig heißt, der agiert mit mir. Ist genau, wenn jemand neben mir ist und mir sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir, alles gut. Das ist doch der selbe Effekt, oder nicht? Der Koran kann das geben. Ja? Und Allah und viel, viel andere Sachen. Was wir können, was wir kennen, was wir auch nicht kennen. Was wir können, was wir nie können. Oder können werden. Ich hätte jetzt nur nachgeguckt wegen der Schwarzkümmel-Sache und. Schwarzkümmelöl? Schwarzkümmel-Sache. Wie ich im Hinterkopf hatte, dass halt, also hier ist eine Aussage von Imam an-Nawawi und Abu Bakr ibn al-Arabi. Ist das der. Al-Mu'arraf mit L ist der Alim von Malikiyya. Ibn Arabi ohne L. Man sagt Al-Nakira huwa Dal. Wal-Mu'arraf huwa Sheikh. Mu'arraf ibn al-Arabi, das ist ein Sheikh von den Shuyukh von Malikiyya. Im 6. Jahrhundert, glaube ich. Und Ibn Arabi, Abu Bakr ibn al-Arabi. Das ist der Alim von Imam, das ist ein der Mujtahidin in Mazhab al-Malik. Großer Alim von Al-Sunna. Aber Ibn Arabi ist der Philosoph, der diese, diese Lüge von Wahdat al-Wujud und so erfunden hat. Dass die Einheit des Gottes mit seinem Wesen und alles ein Teil des Ganzen und alles, eigentlich Kommunismus in Gott. Ne? Kommunismus, ne? Ein kommunistischer Gott. Er besteht aus den Teilen seine Dings und wir sind alle ein Verein und alle Verein und wir sind alles zusammen mischen, alles Salat, alles gut. Und das ist normal. Imam Nawawi hatte zu diesem Hadith halt gesagt, also Imam Nawawi sagt in seinem Kommentar zu Sahih Muslim al-Khattabi, er sagt in seinem Sunnah, dass hier der rhetorische Sprachgebrauch angewendet wird, bei dem man allgemeine Aussagen trifft, jedoch eine spezifische Sache meint. Es existiert keine einzige Pflanze, welche eine Krankheit heilt und dabei Substanzen beinhaltet, eine andere Krankheit zu heilen, die aber komplett andere Substanzen zur Heilung des Erkrankten benötigt. Was er mit der Aussage treffen wollte, ist, dass es eine Heilung für jede Krankheit ist, welche durch Kälte, Feuchtigkeit und Aushusten entsteht. Kommentar zu Sahih Muslim durch Imam Nawawi. Imam Nawawi ist ein Arzt. Er ist ein Arzt. Oh, von Ibn Qayyim war etwas ähnliches. Ja, ja, das sind Ärzte, Und weil ein Arzt an so ein Ding macht, er hat mehr Kenntnis. Er hat von dem Element, von der Matrix viel mehr Durchsicht. Er weiß ganz genau, was er bespricht. Aber im Allgemeinen, letzten Endes, man kann ja natürlich auf das Hadith jetzt drauf eingehen und so Sachen erzählen und so. Aber ich möchte gerne, dass wir das lernen, Leute, dass wir einfach erstmal Tasdiq machen. Einfach glauben. Einfach erstmal glauben. Wenn schwarzer Kümmel ist, dann wie meine Oma das so gedacht hat, Nabi El, Khalas, alles so, der Prophet hat gesagt, ja mach, so wie deine Oma meine, so. Erstmal das soll erstmal. Nachher dieser Tafsir, wenn du zu Ulama, dann, was damals auch immer da war, Ulama gehst, die mit Tub, mit Medizin jetzt, ne, zu tun haben in die islamische Umma, natürlich, dann da kommst du um Tafsir dann rein. Die Gesundheitswissenschaften, das ja, das ist ja, du bist ja so ein Typ, ja, stimmt. Ja, in deinem Fall muss das eigentlich, dann ist es gut, weil es ist für dich auch wichtig, die ganze Details zu wissen. Ja. Aber für mich ein ganz normales so Fußvolk, ich bin keine Ernährungswissenschaftler wie du, so, ich habe dieses Wissen nicht. Denn für mich ist einfach nur so schwarze Krümel, dann stehst du morgens auf, hast du Schnupfen, was weiß ich, immer ein bisschen schwarz. Eigentlich, vielleicht machst du genau das Falsche, weißt du, was ich meine? Aber Hauptsache, du hast Spaß von mir gemacht. Weil es gibt ja auch einen Weg. Das ist aber ein anderer Elm, weißt du? Wie man macht, wann man macht, welche Tage man macht, welche Uhrzeiten man macht, wie Hajjama, genau das ist alles geregelt.
Al-Yawm akmaltu lakum. Diese Din ist Kamil. Kamil. Es gibt nichts, was ihr Din ausgelassen habt. Nichts. Dosierung von. Hat er erzählt. Dosierung von Medizin. Welche Medizin, wann, wo, wie, was, wo, was. Hat alles gemacht. Akmaltu lakum. Wa atmamtu alaikum. Ni'mati. Wa raditu lakum Islam. Allahu ala wa ala wa azza wa jal. Sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh. Zwei Stunden fast.